So, du darfst mal drehen. Nicht allzu feste, sonst dreht das eine halbe Stunde und wir haben nicht so viel Zeit. Oh, das war sehr gut. Okay, gut. Ja, nicht so viel. Nee. Falls es auf Viva stehen bleibt, dann muss ich die Frage beantworten. Das kann ja immer noch. Das wäre ja aber sehr cool eigentlich. Ja, komm. Pflicht. Pflicht, das heißt, du ziehst jetzt aus dieser wunderbaren Schüssel einen blauen Zettel. Das sind die Pflichtaufgaben. Okay. Ich kann es auch verlesen hier. Ja. Kein irgendein Quatsch. Pflicht. Da ist Michael Wendler, du musst ihn. Nein. Was ihr vorbereitet habt. Okay. Was, wer da alles hinten wohnt und schon seit 3 Jahren auf den Einsatz wartet, Wendler. Erzähle deine lustigste Berliner oder generell U-Bahn-Story. Gibt es da eine? Fällt dir eine ein? London fährt man doch. Da gibt es doch bestimmt ganz viele U-Bahn-Stories. Zieh sonst noch gerne ein. Ja, also U-Bahn-Stories gibt es schon viele, aber so richtig lustig. Ich hab einen Typ angeguckt. Ja, genau. Nee, doch einmal, also das ist vielleicht lustig, aber auch ein bisschen eklig. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Wir sind bei Facebook, da geht alles. Ja, gut. Also bin ich sehr früh mit der U-Bahn gefahren, also so 7 Uhr. Ne? Ja. Und da sind ja einige, hatten da noch Party noch gemacht. Genau. Und da saß einer mir gegenüber und es war auch relativ voll, weil es war ja schon so Rush Hour, ne? Leute schon alle in der U-Bahn und zur Arbeit gefahren und der Typ sitzt da und auf einmal richtet er sich auf und bricht den ganzen, also so voll vor sich auf den Gang und es hat zum Glück nicht alles auf mich rübergesprüht, aber wirklich alle drumherum sind aufgesprungen, bei der nächsten Station raus und in den nächsten Waggon eingestiegen. Und der fährt da immer noch mit rum. Ja, und vielleicht bis heute noch. Erbrochenen.